Bettdecke. Dürfte das reichen? Ich weiß da noch ein gutes Plätzchen, wo du deine Handtücher hinstopfen könntest. Wie laut bist du? Mir ist das ja egal. Ich brauche lediglich die Information, um mich zu orientieren. Du bist klein und piepsig, aber manchmal sind hey, Schatz. Diese Frauen, die sich dabei ganz schön heftig krachen lassen. Dein Essen ist noch in der Küche. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Dann habe ich genug Zeit, mich vorzubereiten, die Kopfhörer aufzusetzen und so weiter. Bis dann. Kommt ihr jetzt häufiger zu uns? Ja, wahrscheinlich. Ihr steht voll im Saft und vermutlich ist das das Einzige, was er gut kann. Also gehst du schon ins Bett? Ja, ich weiß das. Ich komm auch gleich nach. Ich hätte dir das längst sagen müssen. Ich schau das nur noch kurz zu Ende. Also ich meine nur, du sollst dir Zeit nehmen. Weißt du, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Denn du hast eine Entscheidung zu treffen. Als ich damals aber getroffen hatte, war es die falsche.
hast meine Zahnbürste benutzt. Und du liegst auf meiner Seite. Hmm.